Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gebe ich euch 5 Tipps für die Übergangsphase mit auf den Weg, wenn du da draußen dir gerade deine Haare lang wachsen lässt. Wie ihr in meinem Video sehen könnt, lasse ich mir seit fast 2 Jahren meine Haare lang wachsen. Und Leute, das Ganze war nicht einfach, auf gar keinen Fall. Und wenn man sich jetzt mal meine alten Videos anschaut, von Anfang bis jetzt, war das echt eine super lange Reise. Und wenn du da draußen jetzt auch kurze Haare hast, wie ich damals, ja, und jetzt deine Haare lang wachsen lassen möchtest, dann wirst du auch diese Reise machen müssen, ja. Und irgendwann kommt da dieser Zeitpunkt, wo du diese Übergangsphase hast, ja, diese wirklich beschissene Übergangsphase. Für genau diese beschissene Übergangsphase gebe ich dir heute 5 Tipps mit auf den Weg, damit du das Ganze ein bisschen besser überstehen kannst. Tipp Nummer 1, das Mindset. Leute, das ist wohl der wichtigste Punkt überhaupt, wenn du da draußen dir deine Haare lang wachsen lassen möchtest. Was bedeutet das? Leute, ihr müsst euch selber bewusst machen, dass diese Übergangsphase früher oder später kommen wird. Egal was passiert, wenn du kurze Haare hast und jetzt lange Haare haben möchtest und deine Haare lang wachsen lässt, dann kommt diese beschissene Übergangsphase und das musst du einfach akzeptieren. Und ich kann euch sagen, Leute, ich sah teilweise auch richtig beschissen aus, ja. Schaut euch mal die Videos an, wo ich meine Haare halt lang wachsen lasse. Das sieht teilweise echt vollkommen daneben aus, aber das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du das im Kopf hast, dass du diese Übergangsphase halt akzeptieren musst, ja, weil genau an dieser Stelle, ja, wo es nachher beschissen aussieht, da werden die meisten Leute zum Friseur gehen und sagen, ey, nee, Mann, so kann ich hier nicht rumlaufen, ich krieg das nicht hin mit Haare lang wachsen lassen, ich schneide sie einfach wieder ab. Und ein Kollege von mir wollte sich auch seine Haare lang wachsen lassen, ja, und was passiert, er kam auch in diese Übergangsphase, hat sich aber nicht bewusst gemacht, dass diese Übergangsphase auch ein bisschen länger dauert, ja, und dann, was passiert, er geht zum Friseur, schneidet sich die Haare ab. Und Leute, bitte macht das nicht. Mein Tipp an dieser Stelle, schaut euch immer coole Fotos an von Langhaarfrisuren oder von Man-Buns und habt immer vor Augen, was ihr erreichen wollt. Weil wenn du das Ziel vor Augen hast, ja, wenn du dir zum Beispiel coole Man-Bun-Frisuren anschaust oder coole Langhaarfrisuren anschaust, dann weißt du, wofür du das machst, ja, und dann ist das viel, viel einfacher und dann hast du auch Motivation, diese Übergangsphase zu überstehen und das Ganze durchzuziehen. Tipp Nummer 2, Kopfbedeckung. Leute, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr eure Haare lang wachsen lasst, dass ihr vorab euch irgendwelche Kopfbedeckung holt. Und es ist egal was, egal ob es eine Mütze ist, egal ob es eine Cappy ist oder ein Hut ist, holt euch vorab Kopfbedeckung. Vorab auf jeden Fall abchecken, was für eine Kopfform du hast, damit du ganz genau weißt, welche Kopfbedeckung auf deine Kopfform passt. Und hier an dieser Stelle ein wenig Inspo von mir, damit ihr so ein bisschen wisst, was ich meine. Es gibt wirklich coole Mützen. Ihr könnt euch auch coole Caps oder coole Hüte kaufen und das geil zu einem Outfit kombinieren. Sieht auf jeden Fall echt fresh aus. Und by the way, falls du nicht weißt, was für eine Kopfform du hast, check auf jeden Fall mein Video hier oben dazu mal ab. Tipp Nummer 3, Bobby Pins. Was sind Bobby Pins? Ich habe es in meinem Video zum Thema lange Haare stylen schon mal gesagt. Das sind so kleine Haarspangen, die ihr benutzen könnt, um eure Haare in euren Man-Bun, ja, wenn noch nicht alle reingehen, reinzumachen. Gerade am Anfang haben die Bobby Pins mir persönlich mega geholfen, weil da habe ich einfach die ganzen Haare noch nicht so wirklich in Man-Bun reinbekommen und dann kannst du es einfach reinstecken. Easy. Und falls du das Video zum Thema lange Haare stylen noch nicht gesehen hast, check es hier oben gerne mal ab. Und die Links zu Bobby Pins packe ich natürlich auch wie immer in die Infobox. Die kosten echt nicht viel, Leute. Und ich schwöre es euch, am Anfang werdet ihr die definitiv gebrauchen. Tipp Nummer 4, ein Bandana tragen. Das ist jetzt nicht mein persönlicher Style, ja, es sei denn, ich bin gerade auf einem Festival unterwegs oder so. Aber wenn du der Typ dafür bist, hol dir einfach ein Bandana. Kann echt sehr, sehr cool aussehen, wenn du der Typ dafür bist. Bandanas sind nicht teuer, gibt es in verschiedenen Farben. Und wenn du der Typ dafür bist und diesen Style hast, warum nicht? Ja? Dann leg dir ein paar Bandanas zu und das macht dir das Leben auf jeden Fall in der Übergangsphase ein wenig einfacher. Tipp Nummer 5. Das richtige Haarstyling-Produkt. Ich predige es immer und immer wieder. Ihr müsst wissen, welches Haarstyling-Produkt zu deinem Haartyp passt. Gerade wenn du dir deine Haare lang wachsen lässt, dann musst du wissen, welches Haarstyling-Produkt zu deinem Haartyp passt. Das ist so unfassbar wichtig, weil ansonsten kriegst du einfach keine Kontrolle mehr in deine Haare rein. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe A, sehr viele Haare, ich habe B, krause Haare und C, auch noch dicke Haare und die flogen dann überall auf meinem Kopf herum und dann musst du halt irgendwie wissen, wie du deine Haare zu bändigen hast. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass du weißt, was für ein Haarstyling-Produkt zu deinem Haartyp passt. Ich habe es in der Übergangsphase so gemacht, dass ich zum Beispiel immer einen Haarclay genommen habe mit einem guten Halt. Ich packe auch mal ein paar Links zu einigen Haarclays in die Infobox rein. Aber Leute, das ist echt enorm wichtig, weil irgendwie müsst ihr eure Haare halt in der Übergangsphase bändigen und da ist ein Haarclay echt eine gute Wahl. Mein Angebot besteht übrigens noch nach wie vor. Wenn du da draußen dir unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, dann füll einfach das Kontaktformular auf meiner Website aus und ich sende dir dann 3 passende Haarstyling-Produkte zu, die zu deinem Haartyp passen.
passen. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Jan Pfaffi. Jan, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen YouTube-Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder schick mir eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Nummer findest du wie immer in der Infobox. Und wer weiß, vielleicht wirst du dann beim nächsten Mal auch schon in meinem Video gegrüßt. Und wenn du jetzt jemanden kennst, der sich gerade in so einer Übergangsphase befindet, ja, dann teil das Video gerne mit ihm, weil ich würde mich freuen, wenn die Leute halt diese beschissene Übergangsphase überstehen und es wirklich durchziehen am Ende des Tages, dass sie nachher auch lange Haare haben. Und wenn dir das Video natürlich gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Ich freue mich natürlich auch über eure Kommentare und sage bis dahin, macht's gut, ciao, Kakao.